und herzlich willkommen. Ich bin Nina Bernhardt aus dem Gründungsbüro der Technischen Universität und Hochschule Kaiserslautern. Ich arbeite in dem Projekt PushGR mit und organisiere zudem Veranstaltungen, kümmere mich um Doktoranden sowie um internationale Studierende. Mit der Interviewreihe Best Practice Gründungsinitiativen aus der Großregion wollen wir euch Startups vorstellen, die von Studierenden sowie von Absolventinnen und Absolventen gegründet wurden. Vielleicht habt ihr ja selbst schon einmal darüber nachgedacht, eure Ideen zu verwirklichen. Ihr seid herzlich eingeladen, euch von unseren Startups inspirieren und ermutigen zu lassen, diesen Schritt zu gehen. Heute spreche ich mit Thomas Robert vom Startup Evolime aus Kaiserslautern. Hallo Thomas, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns ein Interview durchzuführen. Kannst du kurz pitchen, wer ihr seid und was ihr macht? Ja, unser Name ist Evolime Radial Composites und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, das Rad neu zu erfinden. Im Kern geht es bei uns darum, dass wir eine neue Technologie entwickelt haben, mit der wir Radstrukturen aus Carbon oder anderen Faserkunststoffverbunden besonders schnell und effizient herstellen können. Und Zielmärkte für uns waren ursprünglich eigentlich eher im Maschinenbaubereich. Wir sind aber jetzt sehr stark auf den Fahrradbereich geschwenkt und stellen dort eben entsprechend Carbon-Speichen her, die in Fahrradlaufrädern verbaut werden können. Und unser Ziel ist es da auch tatsächlich, das leichteste Fahrradlaufrad weltweit eben entsprechend zu entwickeln. Würdest du sagen, das war so ein Grundbedürfnis von dir zu gründen? Also ich glaube nicht, dass ich vor 10 Jahren gesagt hätte, ich will unbedingt Gründer werden. Das wäre jetzt, glaube ich, gelogen, das zu sagen. Aber ich habe mich, ich war sehr lange an der Universität beschäftigt und ich habe mich sehr daran gewöhnt, eben eigenständig zu arbeiten, ja, und selbstbestimmt zu arbeiten. Das war mir immer sehr wichtig. Und das kann man natürlich in so einem Projekt sehr, sehr schön verwirklichen. Also insbesondere dann, wenn man irgendwie Teammitglieder hat, mit denen man sich versteht, wenn man eine Technologie hat, an die man glaubt und ja auch eine Vision hat, die man irgendwie verfolgen möchte, dann kann man das natürlich selbstbestimmt tun. Das ist etwas, was man sehr schön in der Selbstständigkeit machen kann. Und das ist, glaube ich, das, was mich dann auch motivierte, letztlich bei dem Projekt dabei zu bleiben und mitzumachen und nicht beispielsweise zu irgendeinem großen Konzern zu gehen. Was sind denn eure Ziele für die nächsten 5 Jahre? Naja gut, die Ziele für die nächsten 5 Jahre sind natürlich klar, dass wir erstmal mit unserem Startup einen soliden Start hinlegen und eben entsprechend auch schaffen, diese Produkte, die wir dort entwickelt haben, auch am Markt zu platzieren und dort auch entsprechende Absatzzahlen zu realisieren. Wir möchten natürlich schon perspektivisch in dem Unternehmen auch wachsen. Das heißt also, jetzt in der ersten Zeit werden wir sicherlich erstmal nur zu dritt oder zu viert arbeiten, aber natürlich möchten wir in den nächsten Jahren auch möglichst ein paar Arbeitsplätze schaffen und eben, ein attraktiver Arbeitgeber werden, nicht nur für die Leute, die wir einstellen, sondern eben auch natürlich für uns selbst, dass wir da eben uns weiter verwirklichen können und eben als Mitspieler in diesem Fahrradmarkt ein etablierter Hersteller sind. In welchen Bereichen habt ihr denn schon Erfolge erzielt? Kannst du ein bisschen was davon erzählen? Also wir haben Prototypen gebaut von unseren Fahrradlaufrädern, die jetzt gerade im Prinzip getestet werden. Das heißt also, da werden natürlich allerhand Tests gemacht, bevor man die an irgendwelche Kunden verkaufen kann. Das ist sicherlich etwas, was dann ein großer Erfolg für das Team selbst ist, wenn man zunächst erstmal merkt, okay, das funktioniert, was man sich da überlegt hat, weil gerade bei solchen Technologien, da sind die Entwicklungszeiten eben lang. Die Idee ursprünglich stammt aus dem Jahr 2017. Mhm. Jetzt schreiben wir das Jahr 2021 und jetzt sind wir so weit, dass wir überhaupt erstmal zeigen können, dass es funktioniert und da die Prototypen haben. Das heißt also, das sind sicherlich die größten Erfolge, die man so als Startup zunächst erstmal in der Phase hat. Wir freuen uns dann natürlich, wenn die Dinge dann entsprechend auch am Markt sind und eben auch am Markt entsprechende Akzeptanz finden. Aber das können wir im Moment natürlich nur abschätzen und nicht abschließend sagen. Ja, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt ein Unternehmen gründen möchte? Gibt es 3 Tipps, die du vielleicht auch einfach schon gerne zu Anfang gewusst hättest? Naja, weiß ich, das ist auch ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, da sind wir auch noch ein bisschen zu früh, um wirklich das zu beurteilen zu können. Aber ich glaube, das Erste, was man als Tipp haben muss, ist, dass man erstmal das, was man da, die Idee, auf der man das Ganze gründen will, dass man davon wirklich überzeugt sein muss. Das ist erstmal das Erste. Und das Zweite, und das ist aber meiner Meinung nach genauso wichtig, ist, dass man diese Idee zwar vehement verfolgt, aber dass man trotzdem kritisch bleibt. Dass man nicht glaubt, irgendwie, das ist alles einfach und die Kunden kaufen mir das alles sofort ab. Sondern dass man immer wieder versucht, eben auch wie in einem Forschungsprozess zu schauen, okay, an welchen Stellen könnte es denn vielleicht auch scheitern oder an welchen Stellen muss ich denn besonders vorsichtig sein.
Und dass man sich dort dann auch eben entsprechend die Experten holt, die einen dabei helfen können. Also wir haben, wie gesagt, viele Kompetenzen schon im Team, aber bei Dingen, bei denen man das nicht hat, holt man sich die Kompetenzen halt von externen. Also das ist, glaube ich, schon auch sehr wichtig. Ja, und dass man dann eben ein Stück weit risikofreudig sein muss, ich glaube, das ist so das Dritte, was man wirklich haben muss. Und man weiß nicht immer alles vorher. Man muss sich da ein Stück weit drauf einlassen und es einfach auf sich zukommen lassen, glaube ich. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du heute hier warst und uns einen Einblick gegeben hast, was es bedeutet, ein eigenes Startup auf die Beine zu stellen. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Freinsheim in euren neuen Räumlichkeiten.